bin durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... die Welt erobern! Sieh mal, Hogi, ein Hamster! Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hogi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Sieht so aus, als käme es aus einem örtlichen Haushaltswarenladen. Sieht nach einem Informationsstand für Touristen aus. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Besser nicht. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Nett. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Ein gartenbaulicher Albtraum. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln.
Es klebt am Boden fest. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Es klebt am Boden fest. Es ist auf dem Tisch festgeschraubt. Laverne kümmert sich um diesen Bereich. Wie ist denn das da oben hingekommen? Da komme ich nicht dran. Laverne kümmert sich um diesen Bereich. ...1952. Außer Betrieb. Nett. Das ist unterschrieben. Hier ist dein EPA-Geschenk. Mach weiter so. Hallo von Mami. Ronny 83. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Junge, die Edison sind eine ziemlich hässliche Familie. Diese Leute möchte ich nicht in meiner Tasche tragen. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Ich habe davon 3 Stück zu Hause. Ha, Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Das ist eine Flasche Korrekturflüssigkeit. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Leer. Immer darauf achten, richtig im Bild zu stehen. Ich hoffe, es sieht niemand zu. Ich sehe auf Video so blöd aus. Ich habe mein Adressbuch vergessen. Ich habe dazu jetzt keine Zeit. Ich bin auf einer Mission. Nett. Hoagie sieht hier schon nach dem Rechten. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr.